Da sind wir wieder zurück bei Servus TVA, liebe Zuschauer. Die Rodinger im Landkreis Cham, die scheinen ein ganz besonders lustiges Völkchen zu sein. Oder wie sonst kann man erklären, dass dort am vergangenen Wochenende die Oberpfälzer Witzemeisterschaft stattgefunden hat. 13 Teilnehmer waren es, die sich um den begehrten Titel gestritten haben. Bis auf den letzten Platz war das Rodinger Festzelt gefüllt. Die Stimmung war bestens. Insgesamt 13 Kandidaten und Kandidatinnen waren angetreten, um den Titel Oberpfälzer Witzemeister zu kämpfen. Die Jury war hochkarätig besetzt. Neben der Kabarettpreisträgerin Lissy Aumeier und ihrem Mann Andreas Stock waren noch Bev Pindel, Charivari-Moderator Wolfgang Subirge und Stoiber-Imitator Wolfgang Krebs mit von der Partie. Jeder Kandidat musste zu Beginn 3 Witze aus verschiedenen Kategorien zum Besten geben. Hochdeutsch war allerdings kein Bewertungskriterium. Haben Sie denn alles verstanden? Ich nämlich nicht. Also erstaunlicherweise, ich bin ja eigentlich gebürtiger Oberbayer, aber ich habe einen Techniker, der ist Oberpfälzer und das ist mein großer Vorteil. Den habe ich immer dabei, wenn wir irgendwo hinfahren und der redet auch so. Und dann ist das zumindest so, dass das Verständnis klar ist. Ich habe wirklich alles verstanden. Das Publikum hatte viel zu lachen und selbst ein Humorexperte wie Bev Pindel wurde von den Kandidaten noch überrascht. Ich bin ganz begeistert. Also ich habe in meinem Leben schon so viele Witze gehört und auch so viel erzählt, aber es sind so viele dabei gewesen, die ich gar nicht gekannt habe. Und die Kandidaten waren wirklich begeistert bei der Sache und haben wunderbar ihre Witze erzählt. Radiomoderator Wolfgang Subirge war vor allem von den weiblichen Teilnehmern begeistert. Bitte mehr Frauen zur Oberpfälzer Witzemeisterschaft. Ganz wichtig. Können Frauen besser Witze erzählen als Männer oder ist das wurscht? Ich glaube, das Problem liegt daran, dass, wenn man es wirklich mal gesellschaftskritisch betrachtet, sind Männer der größere Witz und Frauen die intelligenteren. Was aber nicht immer sinnvoll ist, wenn man die Intelligenz beim Witzeerzählen einsetzt oder voraussetzt. Aber das ist eine andere Geschichte. Nach 2 Runden musste sich die Jury dann aber für 3 Finalisten entscheiden. Und diese Entscheidung fiel nicht leicht. Es ist nicht so subjektiv wie Humor. Ich habe das gerade erzählt, ich, wenn man bei Otti Schlachthof bin oder bei Kabarett aus Franken, dann sagt meine Mutter, mei, der war ja saugut und mein Bruder sagt dann, der war voll scheiße. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wir machen jetzt die Zwischenwertung, was die anderen so gedacht haben, ob wir da ähnlich sind, mal schauen. Schließlich stand der Sieger fest, Reinhard Zissler ist neuer Oberpfälzer Witzemeister und kann sein Glück gar nicht fassen. Hätten Sie je damit gerechnet, dass Sie gewinnen? Niemals im Leben. Ich habe nur mit, weil es bei uns im Landkreis sowas gibt, da habe ich gedacht, ja, dabei sein ist alles. Und ich wollte einfach mal sehen, weil es sich das anfühlt, wenn man oben auf einer Bühne steht und ich erzähle einen Witz. Und ich habe erzählt gehabt, vielleicht die erste Runde überstehen und nicht blamieren. Das war mein Ziel. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Und mit diesem Witz konnte er die Jury von sich überzeugen. Lass mal auslachen, Rolli. Ein Bayer, richtig verliebt gewesen, hat seiner Frau niemals im Leben noch was gekauft zum Geburtstag. Jetzt hat es aber Geburtstag gehabt. Da hat er sich gedacht, er kauft dir einen Tanga. Ist er in ein Geschäft rein, hat er sich umeinander angeschaut, hat er nichts Passendes gefunden, kommt von Käuferin. Hat sie gesagt, was hätten sie denn gern? Hat er gesagt, ich möchte für meine Frau einen Tanga kaufen. Hat von Käuferin gesagt, was hat denn auch die für den Kreis? Oh mei, hat er gesagt, ein Kreis weiß ich keine. Er hat gesagt, ohne Kreis können wir nichts anfangen. Sie werden doch wissen, was die Frau für ein Kreis hat. Nein, beim besten Willen nicht. Ja, da können wir nichts anfangen ohne Kreis. Hat er gesagt, halt, jetzt wollt's mir rein. Ich weiß genau, die hat einen 76er. Hat er gesagt, ein 76er, sowas gibt's ja gar nicht, weil können wir nicht einfach so einen Schmarrn. Hat er gesagt, weil wir haben einen 80er Fernseher und wenn es davor steht, sehe ich links und rechts, schätze ich 2 Zentimeter. Als Gewinn winkt ihm jetzt eine kleine Rolle in der Serie Dahorm ist Dahorm. Und jetzt geht's zu Dahorm ist Dahorm. Freuen Sie sich schon auf den Dreh und Ihre Rolle? Natürlich freue ich mich da, eh klar. Hätte zwar niemals damit gerechnet, aber das bewältige ich auch. Irgend so einen Satz würde ich da auch sagen können. Für das nächste Jahr wird übrigens noch ein neuer Austragungsort gesucht. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, die Oberpfälzer Witzemeisterschaft in Ihrer Stadt abzuhalten, können Sie den Veranstalter unter der eingeblendeten Telefonnummer kontaktieren. Sehr gut.